Warum? Weil es Helena Fischer ihre Karriere in Deutschland und mit ihrer Tochter nach Amerika zu gehen. Es wird oft gesagt, dass nur sehr wenige Paare nach der Ehe fast Glück erreichen können. Helena Fischer glaubte es zunächst nicht, denn sie und Thomas Seiten waren sehr beliebt. Aber jetzt glaubte sie es. Abonnieren Sie unseren Promi-Kanal, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Die Zeit nach der Hochzeit von Thomas Seiten und Helena Fischer war sehr süß. Doch kürzlich bemerkte Helena Fischer, dass Thomas Seiten immer distanzierter wurde. Den alten Thomas Seiten findet Helena Fischer hier nicht mehr. Thomas Seiten wurde schnell aufbrausend und unhöflich. Auch nach der Geburt berührte Thomas Seiten Helena Fischer nie wieder. Dies ist eine Manifestation von Thomas Seiten, der einen externen Liebhaber hat. Hat sie so hart gearbeitet, um ihn zur Band zu bringen, damit er sich so hinter sich schleichen konnte? Selbst wenn sie sie einmal betrogen hatte, konnte sie das definitiv nicht zulassen. Helena Fischer wusste, dass sie egoistisch war, aber jetzt konnte sie nicht mehr zu viel denken, denn jetzt hat sie auch noch Nala. Helena Fischer wollte die dritte Person als moderne und intelligente Ehefrau behandeln, aber sich hatte Thomas Seiten die Gedanken aus Helena Fischers Kopf verdrängt. Es war eines Abends, als Thomas Seiten betrunken nach Hause kam und Helena Fischer bittere Worte hinterher schleuderte. Sie erstattet, als sie diese Worte hörte. Das denkt also Thomas Seiten über sie, eine böse Frau. Ich habe nur diese beiden Briefe erhalten. Wer ist schuld? Lag es nicht an der sogenannten aufrichtigen Liebe, die es Thomas Seiten schenkte? Helena Fischer hat sich einst versprochen, dass sie unter tausenden von Verliebten bestimmt jemanden findet wird, der standhaft bleibt und sie verteidigt. Aber suchen Sie nicht nach einem Mann, der Schlechtes über sich selbst gehört hat, ihm schnell glaubt und sich schnell für nutzlos hält. Helena Fischer dachte, sie hätte es gefunden, aber es war alles eine Illusion. Thomas Seiten hatte noch nie von ihr gehört, dachte aber er selbst so. Helena Fischer wurde nicht angenommen. Ursprünglich war das Zusammenleben mit den Schwiegereltern von Helena Fischer nicht einfach, aber er hielt auch die gleiche Fremdheit von ihrem Ehemann. Das Leben von Helena Fischer war ein kompletter Misserfolg. Aber zum Glück Nala, also beschloss Helena Fischer, mit Thomas Seiten zu enden und ihre strahlendste Karriere in Deutschland zu verlassen und nach Amerika zu ziehen. Helena Fischer will Thomas Seiten loswerden, weit weg von diesem Land. Sorry Nala, aber ein Vater wie Helena Fischer ist inakzeptabel.